Ist es nicht schön, am Lagerfeuer zu sitzen, bei seinen besten Freunden und einfach mal nichts zu tun? Einfach nur gemütlich da zu sitzen. Und niemand redet mit einem. Hallo und willkommen zurück bei Skyrim, an unserem Lagerfeuerchen, wo wir auch Schluss gemacht haben. Bei unseren neuen Freunden. Wobei, eigentlich sind wir keine Freunde. Der Typ will nur, dass wir eine Aufgabe für ihn erledigen. Der alte sehnige Typ, wie hieß der gleich? Ich guck mal, Moment. Star Leon. Okay. So, ich habe mir etwas notiert, und zwar muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Wir haben in Trevas Wacht eine Notiz gefunden. Es war eine Kriegsliste. Für die sind wir überhaupt da reingegangen. Was war das? Ah. Und ich dachte mir, wenn wir da schon rein mussten, dafür sollten wir die eventuell auch mal vorlesen. Wir müssen die nur finden. Wie ist das? Kriegsliste. Dann muss es übrigens auch bei... Was? Zufallsfehler? Naja. Das Buch lesen wir jetzt nicht. Also Moment. Kriegsliste. Okay. Ich glaube, wir haben die gar nicht bekommen. Oder habe ich die jetzt übersehen? Vielleicht hier? Ich gucke mal kurz. Moment. Kerzenhalter. Ach, hier. Warum ist die hier drinne? Aber angucken können wir das überhaupt nicht. Okay. Gut, also gibt es doch keine Vorleserunde. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen froh drüber. Ja. Hört man das, wenn ich reinatme? Nee, okay, ich dachte gerade schon. So, wir müssen also jetzt wieder da rein. Ach genau, hier, Lydia. Gerade eben, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, hat die mich ganz gruselig angeguckt. Lydia, du bist so gruselig. Vor allem mit dieser Maske. Aber wenn sie besser ist als Lydia vor. Genau. Ja, rauch mal nicht so viel, mein Freund. So, diese Mission. Moment, welche war das? Genau die hier. So, wir waren ja schon drin. Theoretisch dürften hier jetzt ziemlich wenige Wachen drin sein, genau genommen gar keine. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt schon wieder respawned sind wegen der Quest, die wir jetzt machen. Öffne das Tor zu Trevas Wacht über den Hebel. Das ist der Hebel, den wir das letzte Mal nicht gefunden haben. Ich erinnere mich. Da kann ich nochmal gucken. Brauchen wir hier irgendwas? Die Eisenfalle habe ich, glaube ich, extra liegen lassen. Ich meine, die sind jetzt ja schon alle tot hier. Die machen schon tolle Kunststücke. Gut. Lydia, bitte sei vorsichtig. Ich erinnere mich ja gerade. Lydia wollte uns ja hier umbringen. Die ist ja in jede Falle reingelatscht. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Hier gab es auch nichts mehr. Naja, wir hatten keinen Platz mehr, glaube ich, in der Tasche. Das war das Problem. Mal sehen, wo der Hebel ist. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht war der oben irgendwo drauf. Wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, das war dieses Tor und da konnte man ja oben, glaube ich, sogar drüber laufen. Vielleicht war der da oben drauf. Danach hatte ich gar nicht geguckt. Da kam ich auch gar nicht auf die Idee, danach zu gucken. Aber ich frage mich, wer diese Fallen wieder aktiviert. Ich habe die alle Fallen säuberlich entschärft. Das war bestimmt Lydia. Mit Absicht, damit wir da reinlaufen, wenn wir hier nochmal durch müssen. Die wusste natürlich, dass wir hier nochmal durch müssen, deswegen hat die das gemacht. Also müssen wir hier runter? Ich glaube ja, gell? Was haben wir hier noch? Ah ja, das war nix. Ich erinnere mich, wir müssen hier runter. Das war hier, wo Lydia fast wieder gestorben ist. Deswegen schubsen wir erstmal den Holzteller weg. Hier mal abräumen. Die Herrschaften verlassen einfach den Raum und räumen nicht ab. So. Was haben wir hier noch? Das glitzert so schön. Zwei Händer des Funkenschlags. Können wir noch mitnehmen, wir sind noch nicht überladen.
Dich habe ich schon ausgeräumt. Ich glaube, die hatte ich alle schon ausgeräumt. Hier lag auch nichts mehr rum. Trifft sich eigentlich ganz gut, dass wir hier nochmal durchlaufen können jetzt. Also ich meine, weil wir jetzt nochmal alle durchgucken können. Zumindest an die wir denken. An die wir denken. Alles klar. Ich meine natürlich an die wir denken. Die können wir nochmal durchsuchen. Aber wir waren hier, glaube ich, schon relativ sauber. Sind ja schon sehr gut durchgegangen. Hier war die Frau, die gekocht hat. Das Fleisch brauchen wir nicht. Wir kochen ja sowieso nie was und trinken auch nichts. Ich glaube, ich habe noch keinem Spiel, in dem man Tränke nehmen kann, so wenige benutzt. Auch in meinem Spielstand davor. Also in meinem... Lydia, was machst du wieder? Also in dem... in meinem Hauptspielstand, der jetzt nicht mehr mein Hauptspielstand ist, weil ich da ja nicht mehr spiele, sondern hier. Den Schlüssel habe ich gesehen, das ist nur der... Okay, nur der Kerkerschlüssel. Mist, was wollte ich sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach genau, selbst da habe ich mehr Zaubertränke genommen. Ich wollte gerade schon sagen, Lydia schafft es da einfach so durchzulaufen. Die ist einfach super. So, da sind wir auch schon wieder durch. Wir hätten theoretisch also einfach... Ja, wir hätten vorne also in die Höhle reingehen können. Und dann hätten wir wieder rausgehen können und über die Mauer, so wie wir das gemacht hatten, als wir zum ersten Mal hier rein sind. Da sind wir ja auch über die Mauer gehüpft. Was wahrscheinlich eigentlich nicht so gedacht war, aber egal. So, jetzt mal sehen, wo ist dieser Hebel? Es werden mehrere Hebel angezeigt. Aha. Wie, das war der Hebel? Das ging ja einfach. Aber irgendwas wurde hier doch noch angezeigt. Ah, Moment, ich wollte noch was machen. Leute, wartet mal, ich muss noch mal kurz rein. Ich erinnere mich gerade... Da ich den Turm gesehen habe, ich wollte gucken, da wo wir den Anführer getötet haben, in der, ich glaube es war die vorletzte Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, vor daher war ja die, die etwas kürzer ist, da habe ich zu spät erst gemerkt, dass die Folge zu kurz ist, das tut mir leid. Aber in dem Raum, wo wir den Meister, wollte ich schon sagen, den Anführer getötet haben, da gab es noch eine Leiter nach oben. Die wollte ich mir noch angucken, wo es da hingeht. So, guten Tag. Der war ja so schlecht. So, wo geht's hier hin? Bestimmt hoch auf den Turm. Schwere Rüstung absorbieren Schaden, mehr Schaden, wiegen aber auch mehr als eine leichte Rüstung. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe mir mal überlegt, weil... Die schweren Rüstungen sehen einfach viel cooler aus, das muss man zugeben. Ob wir eventuell nochmal umskillen, also wir haben ja sowieso noch, glaube ich, noch kein einziges Mal oder vielleicht zwei, dreimal die leichte Rüstung geskillt. Ob wir eventuell nochmal umändern, dass wir schwere Rüstung tragen. Und irgendwann kann man nämlich machen, dass die genauso leicht ist wie leichte Rüstung. Habe ich mir überlegt, ob wir das machen. Einfach, weil die viel cooler aussieht. Aber ich weiß es noch nicht. So, der Ausflug hat sich nicht gelohnt. Wir haben nur etwas Gold erhalten. Könnten wir es eigentlich theoretisch... Nein, verdammt, ich wollte es doch nicht... Oh. Aua. Ich wollte es gar nicht austesten, verdammt. Reicht es jetzt, wenn wir... Aua. Da ist Lydia. Wenn wir jetzt nochmal hier reingehen... Weil es sagte, die Map-Anzeige, wir sollen da oben rein. Weil die nicht mitbekommen hat, dass wir abgestürzt sind. Wenn wir hier jetzt reingehen und dann wieder raus, hat sich das dann alleine aktualisiert? Ich hoffe doch. Sonst müssen wir jetzt nochmal da hochlaufen. Also ich meine, ein Problem wäre das jetzt nicht. Der Weg war nicht besonders lang. Lydia, verdammt, hör auf damit!
Das ist so hässlich, die Maske. Die andere war viel niedlicher. Ich nehme dir die wieder weg. Die ist so gruselig. Auch wenn man sich plötzlich umdreht und dann glotzt die einen mit dieser hässlichen Fratze an. Schrecklich. Ist das eine Ebenerzkeule? Sieht fast so aus, oder? So, gut, das hat funktioniert. Hallöchen. Hm? Hallöchen. Ja, Hallöchen. Die Festung gehört euch. Danke für eure Hilfe. Habt ihr dort drinnen meine Familie gesehen? Nein. Hoffentlich konnten sie sich in Sicherheit bringen. Ich besorge schnell Nachschub und beginne dann mit der Suche. Wie auch immer, hier ist eure Belohnung. Danke nochmals. Okay, wir müssen ihm doch nicht helfen. Hm? So, Zauberspruch. War das jetzt ein Buch oder direkt ein neuer Zauberspruch? Ich wollte sowieso mal gucken, was wir hier für Bücher haben, wo wir einen Zauberspruch lernen. Ein Tagebuch? Aha. So, das hier haben wir noch nicht gewusst. Das hier kennen wir schon. Das kennen wir schon. Kennen wir schon. Kennen wir noch nicht. Leben entdecken. Du kannst lebendige Kreaturen in deiner Nähe durch Wände hindurch sehen, aber keine Untoten, Maschinen oder DTA. Cool. So, und das war keine Magie. Gut, dann haben wir jetzt schon in einer Folge eine Quest geschafft. Das finde ich toll. Und wir waren diesmal nicht so lange da drinne. Das finde ich auch toll. Ist das da hinten ein Gemühlkraut? Jep. Einmal rübertauchen. Da drüben ist, glaube ich, noch eins. Ich gehe mal schnell gucken. Es ist so erhellt dort drüben. Ja, es ist eins. Mein Glühkrautauge erkennt das. Ich bin geschult darauf, Glühkraut zu erkennen. So. Bis jetzt läuft das Spiel auch erstaunlich gut, aber weil ich immer noch ein bisschen Sorge habe, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert, hüpfe ich erstmal. Lydia schaut sich die Gegend an. Und dann mache ich eine schnelle Speicherung. Genau, hier, Stufe 16. Langsam kommen wir voran, auch wenn es wirklich nur sehr langsam ist. So, mal schauen. Nein, falsch. Was machen wir als nächstes? Was ist das? Pläne stehlen. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Mal gucken, wo wäre das auf der Karte? Okay, zurück nach Weißlauf. Ach ja, genau, ist ja eine Gefährtenmission. Sprich mit Brynjolf. Wo? Ach genau, das war in Rifton. In Rifton findet das gestohlene Schwert. Irgendwo da oben. Frosthauchkrypta. Das ist da, wo wir die eine Frau getötet haben. Also, die Aussage ist ein bisschen merkwürdig, weil wir haben schon viele getötet, aber naja, ich weiß, welche ich meine. Und diese Mission hier, viele Missionen noch. Das ist da oben. Ich gucke schnell mal alle durch. Bruch beim Pass. Wo sind wir überhaupt? Nur mal kurz so nebenbei gefragt. Ach, hier hinten. Okay, wir könnten theoretisch... Hier war es da. Wir könnten theoretisch mal zum Bruchbeinpass laufen. Dass wir quasi die Runde hier so ziehen. Also wir laufen hier so lang. Da gemütlich. Und landen dann dort. Oder machen wir vielleicht mal eine Schnellreise. Heute gönnen wir es uns mal. Wir reisen zur Dickbauchgrotte und von dort laufen wir dann rüber. Man muss auch mal schnell reisen dürfen. Benutzen dürfen. Wir sind so viel gelaufen immer schon und dann kamen immer die Abstürze dazwischen. Ich denke, das ist durchaus gerechtfertigt. Hier haben wir ein schönes Buch mit einer Erhebung. Guck mal, von hier sieht's aus. Okay. Was? Lydia, brüllen mir nicht immer so ins Ohr.
mit deiner hässlichen Maske.